Wir machen heute solche Fotos. Und solche. Und das im eigenen Garten. Und ich zeige euch, wie das geht. Film ab. Herzlich willkommen zu einem Video aus dem Rheinland. Mein Name ist Stefan Decker. Ich arbeite hier am Haus der Natur als Umweltreferent und Naturfilmer. Es gibt Jahreszeiten, da fällt mir das Fotografieren sehr leicht. Andere wiederum bringen ihre Herausforderungen mit sich. Wie gerne erinnere ich mich dieser Tage an die wärmenden Sonnenstrahlen im Frühling, wo es leicht fiel, die Natur vor meiner Haustür in farbenfrohen Bildern einzufangen. Bis es allerdings soweit ist, habe ich noch andere Pläne. Was ich ja großartig finde, jedes Mal, wenn ich so ein Video zum Thema Winter machen möchte, dann fängt es so ganz, ganz, ganz leicht an zu schneien. Als ob das Wetter meint, ja, heute ist der richtige Tag dafür. Wirklich weiß ist der Winter bei uns im Rheinland absolut selten. Ein fades Braun-Grau mit ein paar zarten Grüntönen ist hier eher die Regel. Und so verbringe ich viel Zeit damit, auf wärmere Tage zu warten. Der Winter ist bei uns hier in Mitteleuropa, wenn es nicht gerade so ein bisschen anfängt zu schneien wie heute, auch eigentlich eine sehr, sehr graue und braune, triste Jahreszeit. Sollte man meinen, aber selbst in so einer Jahreszeit gibt es für Naturfotografen ganz Spannendes zu entdecken. Ich bin die letzten Tage bereits für euch unterwegs gewesen, auf der Suche nach ein bisschen Leben in dieser grauen Jahreszeit. Und ihr habt es mitbekommen, der Jahresanfang, der ist ziemlich nass gestartet. Und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht ins Hochwassergebiet, nämlich da, wo die Flüsse ihren natürlichen Retentionsraum haben, nämlich in die Auen. Und da ist gerade so richtig viel los. Und was ich da erlebt habe, das zeige ich euch jetzt. Dunkle, tief hängende Wolken haben das Bild bei uns im Dezember geprägt. Sie brachten Regenschauern und mit dem Regen kam das Wasser und mit dem Wasser kamen unzählige Wasservögel in die Auen. Ich konnte viele Gänse- und Entenarten beobachten, die bei uns Rast gemacht haben, um ihren Hunger in einer kargen und entbehrungsreichen Zeit zu stillen. Ein ganz besonders schöner Moment war für mich die Begegnung mit diesem Turmfalken, den ich aus nächster Nähe fotografieren durfte. Viel los also in den Auen, aber wir wollen das Leben ja bei uns im Garten haben. Und da hole ich mir heute ein kleines bisschen Hilfe. Ich mache mich auf den Weg zu meinem Freund und Kollegen Heinz Pützler, Naturfotograf seit 60 Jahren. Ich bin also mit Henrike auf dem Weg Richtung Eifel. Wir sind gespannt, was Heinz uns zu zeigen hat. Da kommt er von hinten, guck, da kommt er. Da guckt er. Wenn man ruhig stehen bleibt, da darf man auch an der Tür stehen. Ja. Und da drüben in dem Baum, da hat mal eine Schwanzmeise drin gebrütet. Du hast diese Listen, die du geführt hast, ne? Magst du uns die mal zeigen? Nehmen wir mal eine, die ist
so gute 10 Jahre alt. Guck mal, Blaumeise, Kohlmeise, Tannenmeise, dann Kleiber, Heckenbronelle, Buchfink, Grünfink, Rotkehlchen, Amsel, Wacholderdrossel, eine Rotdrossel, was ganz Besonderes, Buntspecht, Mittelspecht, Eichelhäher, Elster, Rabenkrähe, Ringeltaube, Haussperling, Feldsperling. Für den Stamm, wo ich die Löcher reingebohrt habe, habe ich die Haselnüsse, ein Mischfutter. Da geht auch das Rotkehlchen dran, auch die Heckenbronelle, die wir übrigens heute noch nicht gesehen haben. Und natürlich fürs Eichhörnchen die Walnüsse. Es fällt fast ein bisschen schwer, bei solchem Andrang nicht neidisch zu werden. Aber der Entschluss steht. Auch bei uns sollen farbenfrohe Vögel den Weg in den Garten finden. So, ich erzähle euch ein bisschen, was wir hier machen und was wir gemacht haben. Denn wir haben bereits im Frühling angefangen, diese Fütterung hier zu installieren. Als erstes haben wir einen Futtertisch gebaut und ihn im Boden befestigt. Ein Futtertisch, auf dem wir das Futter natürlich den Vögeln präsentieren. Aber da machen wir nicht die eigentlichen Fotos. Dafür haben wir uns nämlich aus dem Wald hier bei uns 2 große Kiefernäste besorgt. Die einzelnen Zweige haben ungefähr einen Abstand von ungefähr 1/2 Meter zur Futterplattform. Und da passiert die ganze Magie. So, warum der ganze Aufwand? Die Vögel nutzen in der Regel einen Ast, um eben anzufliegen an die Fütterung. Da setzen sie sich hin, dann warten sie, bevor sie an die eigentliche Fütterung gehen. Manchmal gibt es da so eine richtige Warteschlange und die Vögel reihen sich der Reihe nach ein, um dann abwechselnd an diese eigentliche Futterstelle, an den Futtertisch ranzufliegen. Und wenn dann, wie hier, noch ein ganz kleines bisschen Laub auf den Bäumen ist und die Sonne nachmittags da reinscheint, dann entstehen so in der Theorie ganz besonders schöne Bilder. Gut, bevor wir uns ans Fotografieren machen, müssen wir noch ganz kurz klären, was fressen unsere gefiederten Freunde eigentlich. Und da haben wir einmal hier den Klassiker, das sind Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne gehen eigentlich immer, besonders die Meisen mögen die sehr gerne. Dann haben wir hier so eine Art Müsli-Mix. Wir haben hier Haferflocken und wir haben auch so ein paar Mehlwürmer da drin. Das mögen besonders die Weichfutterfresser, also zum Beispiel Buchfinken, Rotkehlchen, die sammeln sich das total gerne vom Boden auf. Und dann noch hier absolute Geheimwaffe, wenn ihr Spechte und Eichelhäher an der Fütterung haben wollt. Haselnüsse und Erdnüsse, und zwar im Ganzen. Absoluter Geheimtrick. Gut, und dann haben wir hier noch in der Kiste ein paar Meisenknödel, ihr kennt die. Aber, liebe Kinder und Erwachsene, bitte nicht mit Netz aufhängen, wie man die manchmal noch kaufen kann, absolut schädlich für die Vögel. Die können sich da ganz, ganz böse drin verheddern. Und wenn die sich da einmal drin verheddern, dann war es das in der Regel. Also, immer sowas in so Drahtkäfigen aufhängen, das ist dann gefahrlos für Vogel und Vogelfreund. Damit die Vögel an meinem Befehl nicht durch meine Anwesenheit irritiert werden, werde ich mich hier versteckt ansetzen. Das kleine Tarnzelt hilft mir dabei, meine Bewegungen zu verstecken, und so erhoffe ich mir einige schöne Aufnahmen. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht mit meiner riesigen Kamera. Keine Sorge, sowas braucht ihr nicht zwingend, wenn ihr bei euch im Garten Aufnahmen von Vögeln machen wollt. Wenn ihr das Ganze professionell macht, wie ich, und man vielleicht das ein oder andere Foto auch großformatig drucken möchte. Aber das Schöne an so einer Vogelfütterung ist ja, dass die Vögel in der Regel sehr nah an die Kamera kommen. Und da kann man schon mit einer ganz einfachen Kamera fantastische Aufnahmen machen. Und wir können jetzt eigentlich nichts anderes tun, als hier zu warten. Und manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es auch ganz schnell. Eigentlich muss nur ein einziger Vogel aufmerksam auf diese Fütterung werden. Und dann geht es irgendwann ganz schnell und wir haben hier einen riesen Radau. Wirklich lange muss ich heute nicht warten. Ein Buchfinkenweibchen wird als erstes aufmerksam und beäugt neugierig die Futterstelle.
Innerhalb von Minuten, so scheint es, ist die gesamte Familie am Start. Die ersten Beobachtungen und Aufnahmen gelingen. Der schönsten Fotos möchte ich hier mit euch teilen. Dann ist es endlich soweit. Der Moment, auf den ich lange gewartet habe. Der Winter ist da. Kalt und weiß. Und friedlich. So, wie man ihn eigentlich nur aus Geschichten kennt oder aus sehr fernen Erinnerungen. Zuletzt ist es hier vor 13 Jahren so lange weiß gewesen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang bin ich diese Woche in der Natur unterwegs, jeden einzelnen Tag. Dabei habe ich aufregende Begegnungen mit Rotwild, aber auch mit Wildschweinen. Momente, die ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Zurück in Bonn führt mich der Weg als erstes in unseren Stadtpark. Denn dort haben sich wiederum die Wasservögel versammelt. Zurück am Haus der Natur möchte ich nun auch meine Winterfütterung noch bei Schnee ausprobieren. Das Schöne ist ja, das müsst ihr mal machen, man kann an so einer Fütterung ganz, ganz wunderbar die Charaktere der unterschiedlichen Vogelarten hier sehen. Also zum Beispiel sind da die Meisen. Bei den Meisen, da müsst ihr richtig, richtig schnell sein, weil die bleiben in der Regel nur so 1-2 Sekunden an der Futterstelle. Die nehmen sich einen Sonnenblumenkern, zack, und wieder weg. Und dann wird er irgendwo in Sicherheit genüsslich verspeist. Bei anderen Vögeln, wie zum Beispiel den Kleibern, die haben ein bisschen mehr Ausdauer. Dann gibt es die Sumpfmeise. Bei der Sumpfmeise ist es so, dass sie tatsächlich auch mehrere Sekunden vor Ort bleibt und nicht nur ein Sonnenblumenkern, sondern direkt mehrere auf einmal mitnimmt und dann irgendwo anders versteckt oder direkt isst. Und dann meine absoluten Lieblinge sind aktuell die Buchfinken. Und die Buchfinken, bei denen ist das ganz, ganz toll. Die bleiben teilweise wirklich 3-4 Minuten einfach an der Stelle sitzen und denken sich so, ich habe jetzt hier ein 3-Gänge-Menü bestellt und bitte. Und da kann man manchmal sehen, wie ein Buchfink auf einem Kern ganz genüsslich rumkaut. Ich weiß nicht genau, was die da machen, aber auf jeden Fall scheint es sehr lecker zu sein. Und ja, das ist natürlich für uns Naturfotografen ein ganz, ganz, ganz tolles Motiv. Viele Stunden sitze ich hier und kann mich gar nicht satt sehen an dem Kontrast der prachtvollen farbigen Gefieder und der weißen Winterlandschaft.
Auch hier möchte ich euch meine Lieblingsfotos nicht vorenthalten. Bei uns am Haus der Natur geht es im Frühling weiter. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Bis unsere Dreharbeiten im Frühling abgeschlossen sind, halte ich euch selbstverständlich über meinen Instagram-Kanal auf dem Laufenden. Macht's gut und bis ganz bald.